Hallo, es ist wieder Montag. Der nächste Gedankenfunken steht an oder das nächste Gedankenfunken. Ich hoffe, du hattest ein gutes Wochenende, hast den Schneechaos gut überstanden und gehst jetzt in die, ja, sag mal, verkürzte Osterwoche. Ja, mein Wegbegleiter-Kartenset ist bereit für meinen Gedankenfunken, den ich bei dir gerne platzieren möchte. Und den du gerne weiterfunken kannst, dahin, wo er heute, jetzt, im Moment gebraucht wird. Wir schauen rein. Und ich bin natürlich wieder gespannt, welches Wort es heute ist. So, ich halte es mal hoch. So schön, diese bunten Karten. So, was haben wir? Haha, eins meiner Lieblingsworte: Gelassenheit. Wer will das nicht? Gelassenheit ist in aller Munde. Jeder will Gelassenheit. Jeder will gelassen sein. Und es ist auch so, so wichtig. Gelassenheit hat mit vielen Dingen etwas zu tun. Gelassenheit hängt erstmal davon ab, wie ist meine innere Haltung denn überhaupt? Mal schauen, wer da schon zuschaut. Hallo. Ja, wie ist meine innere Haltung denn überhaupt? Lasse ich alle stressigen Faktoren an mich heran? Ja, oder schaue ich, wie kann ich denen gut begegnen? Stichwort natürlich auch wieder Resilienz. Na, nehme ich alles für mich an oder sage ich, Momente mal, will ich diesen Gedanken jetzt denken oder ist das jetzt tatsächlich mein Problem? Weil das ist das, was uns natürlich komplett aus der Gelassenheit herausbringt. Ja, und da können wir immer selbst mit der Kraft wiederum unserer Gedanken uns natürlich etwas mehr Gelassenheit schaffen in dem Sinne. Ja, Gelassenheit, ich habe da einen wunderbaren Text mal zum Thema heitere Gelassenheit gelesen. Also wirklich heiter, ne? Wir möchten das Wetter ja auch immer gerne heiter haben. Und so heiter kann man auch die Gelassenheit ein Stück weit gestalten. Und da geht es darum, dass jeder von uns ja gerne gelassen ist, gelassen sein will. Und jeder von uns es aber auch gerne mit Menschen zu tun hat, die Gelassenheit ausstrahlen. Ja? Ich sag mal, stressige Situationen, negative Gefühle sind ja ansteckend. Das heißt, wenn ich auf Menschen treffe, die jetzt Stress haben, Stress ausstrahlen, dann neige ich, kann ich mich anstecken lassen. Wenn ich dann jetzt sage und überlege, erstmal stopp und will ich dieses Thema für mich auch, ja, annehmen oder ist das gar nicht meins? Ja, und das eine ist eben, wir haben es ja gerne mit gelassenen Menschen zu tun. Das heißt, davon profitieren wir ja auch in dem Sinn, weil wir uns umgekehrt auch gerne anstecken lassen können von einem gelassenen Menschen. Und da ist ein wunderbares Zitat oder ein wunderbarer Satz drin. Gelassenheit ist wie ein schattenspendender Baum in der Sommerhitze. Und genau so ist es eigentlich, weil Gelassenheit empfinden wir als etwas so Bereicherndes und Wohltuendes und Ruhiges, was uns von außen auch immer wieder selbst herunterbringt. Und deswegen schaut gerne wieder bei euch heute, wo gab es heute vielleicht am Vormittag eine Situation, wo du dir sagst, da hätte ich vielleicht ein bisschen gelassener sein können, was hier auch immer mal hilft. Wenn man etwas gesagt bekommt, etwas gefragt wird, eine Situation, eine Herausforderung auf dich hereinströmt. Erstmal kurz überlegen, tief durchatmen und dann in die Aktion oder Reaktion gehen. Das hilft auch oft schon mal, ne, so einen zweiten Blick, so ein zweites Mal hinschauen, einmal tief durchatmen und nochmal überlegen, ist das wirklich so schlimm, dass ich mich jetzt darüber aufregen muss oder brauche? Also in dem Sinne, vielleicht hattest du so etwas heute Vormittag, schau gerne im restlichen Tag, was noch in deinem Alltag heute passiert, wo du vielleicht erstmal einen Schritt innerlich zurückgehst und sagst, Moment, das schaue ich mir erstmal an, ob ich mich da jetzt aufrege oder eher gelassen reagiere. In dem Sinne, aber ich kann dir eins sagen, Gelassenheit ist ein lebenslanges Lernen. Es hört nie auf und das ist gut so, aber wir können immer besser werden dadurch. Also in dem Sinne, viel Gelassenheit heute, heitere Gelassenheit wünsche ich dir, wünsche ich mir, uns allen. Und ja, die Sonne scheint heute wieder. Das bringt uns auch oft ein bisschen Heiterkeit und Gelassenheit. Im Grunde sollten wir all das nutzen, was uns mehr Gelassenheit schenkt und beschert. Also, mach es gut.
Mach dich auf die Suche nach Gelassenheit heute und ja, bis morgen zum nächsten Gedankenfunken. Deine Umdenkerin Sandra. Ciao.